Eine Hexe aus der Corkery-Wildnis. Es heißt auch, wer sich die Füße im Winter wäscht, bekommt eine Erkältung. Obgleich wir alle wissen, dass dem nicht so ist. Aber manchmal stimmt es auch, wie etwa in diesem Fall. Kennt ihr die Geschichten über... Natürlich. Denkt ihr, meine Mutter lässt mich gehen, ohne mir sämtliche Schwänke ihrer Jugend zu erzählen? Meine Mutter hat mir auch Geschichten erzählt. Sie hat als einzige meine Vorliebe für alte Sagen und Legenden gefordert. Die Geschichten meiner Mutter ließen mir das Blut stocken und bereiteten mir Albträume. Kein kleines Mädchen will hören, wie ihre Mutter Wilde mit ins Bett nahm, sie benutzte, bis sie nicht mehr konnten und sie dann tötete. Und kein kleines Mädchen will hören, dass das auch von ihr verlangt wird, sobald sie im richtigen Alter ist. Ich verstehe. Nein, tut ihr nicht. Wirklich nicht. König Loghain wird nicht dulden, dass man seinen offiziellen Boten warten lässt. Viata! Dieses Land wird von den unabhängigen Zwergenkönigen verwaltet. Ich kann euch derzeit den Zutritt nicht gewähren. König Loghain verlangt die Unterstützung der Dashiers oder Lords oder wie die in eurer Versammlung eben heißen. Ich bin sein offizieller Bote. Ihr könnt auch der Fußabstreifer des Königs sein. Nach Orsama kommen bis zur Klärung der Thronnachfolge nur die von unserer Art. Orsama hat keinen König. Endrin Idukin ist vor 3 Wochen aus Trauer über den Verlust seiner Söhne zum Stein zurückgekehrt. Die Versammlung konnte sich auch nach einem Dutzend Wahlgängen nicht über einen Nachfolger einigen. Wenn das nicht bald geklärt wird, droht uns ein Bürgerkrieg. Ich bin ein grauer Wächter. Dieser Vertrag verpflichtet Orsama dazu, uns zu unterstützen. Die Wächter haben König Kaelin getötet und Ferelden beinahe in den Untergang getrieben. Sie sind erklärte Feinde von König Loghain. Nun, das ist das königliche Siegel. Nur die Versammlung darf es brechen. Grauer Wächter, ihr könnt passieren. Ihr lasst eine Verräterin passieren? Eine Außenseiterin? Ich verlange im Namen von König Loghain, dass ihr diesen Fleck auf Fereldens Ehre hinrichtet. Lauft zu eurem falschen König. Die Zwerge werden ihn heute nicht anhören. Ihr... euer Getue zieht bei mir nicht. Ich bin ein Bote von König Loghain. Völlig irrelevant. Bekämpft einander, wenn ihr meint, aber nicht direkt vor meiner Türschwelle. Ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Dieser Imrek hat hier schon eine ganze Woche lang rumgebellt. Sind alle Menschen so dämlich? Ihr könnt Orsama betreten, Grauer Wächter. Obgleich ich nicht weiß, ob ihr dort Hilfe finden werdet. Wow. Das ist also Orsama? Ist ja riesig. Die Versammlung bestimmt den König und ein König schlägt seinen Nachfolger vor. Das Blut spielt bei beidem keinerlei Rolle. Oder wie jetzt, wenn jemand die Versammlung für einen Staatsstreich missbraucht. Wer weiß schon, was mein Vater in seinen letzten Stunden gesagt hat, wo doch nur der Emporkömmling Harrowmont an seiner Seite war. Ich lasse euch in den Kerker werfen. Du hast dir zu viel vorgenommen. Ihr da, trennt die Deschis im Diamantenviertel. Ich lasse nicht zu, dass Belen einen Aufstand anzettelt. So redest du nicht über den Mann, der König werden sollte. Schon gar nicht vor Außenseitern. Wenn ich den verdammten Idioten finde, stecke ich ihn in die Legion. Viata, Oberflächlerin. Ihr habt freien Zugang zum Ständeviertel, aber Vorsicht. Wächter oder nicht, ich will Ordnung. Die Verderbnis naht und ich brauche Orsamas Unterstützung. Oberflächenprobleme. Wir haben keinen König, der euch anhört. Ihr könnt aber an den Streitereien der Versammlung im Diamantenviertel teilnehmen, wenn ihr wollt. Einige Dashiell-Lords streiten sich um Details. Belen, Harrowmont, macht das einen Unterschied? Beide keine Paragons. Belen und Harrowmont sind also diejenigen, mit denen ich reden muss? Sie haben sich aus Furcht voreinander eingeigelt. Die Ordnung unter den Arbeitern zu bewahren, ist schwierig, wie ihr gesehen habt. Ein Lord hat da nichts verloren. Belen lässt seinen Berater, Vortec Gavorn, vor der Versammlung für sich sprechen. Lord Harrowmont macht es über Julin Ferenda genauso. Kann eine Stadt so am Leben bleiben? Deshalb wollen wir nicht, dass ihr Oberflächler uns so seht. Ihr denkt dann, wir könnten es nicht besser. Der Markt ist dennoch belebt und die Taverne schließt nie.
Zwistigkeiten werden normalerweise beim Tornei ausgetragen. Das sollten Belen und Harrowmont auch machen. Dann wäre alles bald vorbei. Tornei? Persönliche Kämpfe um Ehre für die Ahnen. Oberflächler wie ihr verstehen das nicht. Wenn ihr unser Wächter sein wollt, müsst ihr uns auch kennen. Geht zum Bewahrer der Erinnerung in der Halle der Bewahrung. Es ist der strahlendste Ort im Diamantenviertel. Verzeiht, habt ihr kurz Zeit? Ja. Ihr seid wohl nicht von hier? Natürlich nicht. Ich suche schon ewig jemanden, der die Oberfläche wirklich kennt. Ihr habt wohl noch nie von etwas gehört, das sich der Zirkel nennt. Doch, ich komme aus einem. Dann fühle ich mich geehrt. Ich habe noch nie eine echte Magierin getroffen. Könnt ihr wirklich die Naturgewalten mit euren Gedanken beeinflussen, als hättet ihr Lyrium in den Adern? Ich kann mir nicht mal vorstellen. Ich kann dir gerne deine Fragen beantworten. Ich versuche seit Jahren, mit ihm Kontakt aufzunehmen und habe jeder Karawane dorthin Briefe mitgegeben, aber nie eine Antwort erhalten. Ich will wissen, ob sie mich als Schülerin aufnehmen würden. Ihr wollt Orsama also verlassen? Ich will im Zirkel studieren. Dieser Wunsch verfliegt im Moment eure Ankunft. Glaubt es mir. Ich will die Magie nicht ausüben. Kein Zwerg kann Zauber wirken. Aber warum kann ich es nicht trotzdem studieren? Es wäre ein wertvoller Austausch. Orsama würde etwas über eine der großen natürlichen Kräfte der Oberfläche erfahren. Und der Zirkel erhielte direkten Zugriff auf unsere Kenntnisse beim Schmieden von Lyrium. Ich kann dem Zirkel eure Anfrage überbringen. Das wäre großartig. Mein Name ist Dagna, Tochter von Jaina aus der Schmiedekaste. Sagt ihnen, dass ich gerade das Forticum Kadab des Reichs von Tevinter lese. Und es ist wirklich faszinierend. Wusstet ihr, dass die Magisterlots des Reiches früher Stammbäume jeder Menschenfamilie hatten, in der je ein magiebegabtes Kind geboren wurde? Sie ist zu enthusiastisch und liebenswert. Ich bin froh, dass wir ihr helfen. Oh, ich packe sofort meine Sachen. Ich warte dann beim Geschäft meines Vaters. Ich hörte schon, dass ein grauer Wächter in der Stadt ist. Ich bin Dulin Forrender, Berater von Lord Harrowmont, dem von König Andrin bestimmten Thronfolger. Es geht das Gerücht um, dass der Oberfläche eine Verderbnis droht. Eine Schande, dass wir derzeit außerstande sind, zu helfen. Ich verstehe. Normalerweise wäre es Lord Harrowmont eine Ehre, euch zu treffen. Doch leider haben wir schon mehr als einen von Belens Spionen gefasst, als er sich Harrowmont unter dem Mantel der Freundschaft nähern wollte. Ich kann deshalb eurem Wort nicht einfach vertrauen. Wenn ihr mit Harrowmont sprechen wollt, müsst ihr eure Vertrauenswürdigkeit beweisen. Was soll ich tun? Belen öffentlich anprangern? Wenn ihr zeigen wollt, dass ihr Belen keine Loyalität entgegenbringt, dann arbeitet in Harrowmonts Namen gegen ihn. Belen hält heute ein Tornei ab, angeblich zum Gedenken an seinen Vater. Die Dashiers nehmen es sehr ernst. Unglücklicherweise konnte Belen die besten Kämpfer des Hauses Harrowmont erpressen oder einschüchtern, sodass sie nicht daran teilnehmen. Soll ich herausfinden, warum eure Kämpfer zurückgetreten sind? Das wäre erhellend. Aber bitte drängt nicht zu sehr, wenn sie die Gründe nicht enthüllen wollen. Um eure Loyalität zu beweisen, solltet ihr als Streiterin seiner Lordschaft am Tornei teilnehmen. Bei dem Ruf eures Ordens müssten die Ahnen euch wohlwollend gegenüberstehen. Belen würde nie mit jemandem arbeiten, der ihn derart erniedrigt. Harrowmont hätte dann bei einem Treffen mit euch nichts mehr zu befürchten. Also gut, ich melde mich beim Tornei an und finde heraus, was los ist. Ausgezeichnet. Die Arena liegt beim Ständeviertel. Sprecht mit dem Torneimeister und sagt ihm, dass ihr für Lord Harrowmont antretet. Die wichtigsten zurückgetretenen Kämpfer waren Gwydion und Basil. Ihr findet sie in den Vorbereitungskammern der Kämpfer hinter dem Ring. Ihr müsst das vor den Kämpfen erledigen, denn mit Beginn des Torneis wird die Teilnehmerliste geschlossen. Wenn ihr nochmal zu mir wollt, ich bin in der Schenke beim Ständeviertel. Der beste Ort für Klatschgeschichten oder auch die Meldung von eurem Sieg. Ihr seid sehr schön, Morrigan. Erzählt mir etwas, das ich nicht bereits weiß. Aber ihr tragt immer diese Lumpen. Andererseits passt das zu euch. Hier ein Riss, da ein Riss. Etwas Haut zeigen. Ich verstehe schon. Euch ist schon klar, dass ich im Wald gelebt habe. Vielleicht stecken wir euch eines Tages in ein hübsches Kleid. Aus Seide? Nein, eher Samt. Samt ist schwerer und schützt besser vor der Kälte in Ferelden. Dunkelroter Samt. Ja, mit Goldstickereien. Tief ausgeschnitten. Wir wollen ja nichts verstecken. Starrt mir nicht so auf die Brüste. Das ist mir unangenehm. Gefiele euch das nicht?
Und dann müssen wir natürlich euer Haar hochstecken, damit man euren wunderbaren Nacken sehen kann. Ihr seid verrückt. Da lasse ich mich ja lieber von Alistair einkleiden. Das wird lustig, ganz bestimmt. Und Schuhe kaufen wir auch. Oh, Schuhe. Wir könnten zusammen einkaufen gehen. Ich habe dem Torneimeister bereits gesagt, dass ich nicht antrete. Wisst ihr mich weiterhin belästigen? Wovon redet ihr eigentlich? Das klang ehrlich. Wenn ihr mich nicht gesucht habt, dann tut doch bitte so, als hätte ich überhaupt nichts gesagt. Wenn ihr mir sagt, was das Problem ist, könnte ich euch helfen. Ich habe das Tornei aus eigenem Antrieb verlassen und möchte nicht darüber reden. Das Tornei beginnt in Kürze. Ihr findet sicher noch einen Platz auf der Tribüne. Oder wolltet ihr am Kampf teilnehmen? Ich würde gerne mehr über die Teilnehmer erfahren. Angesichts der aktuellen politischen Lage unterstützen viele Kämpfer mit ihrem Ergebnis entweder Prinz Belen oder Lord Harrowmont. Hauptsächlich jedoch Belen. Da draußen stehen fast alle Sieger der Vergangenheit. Piotin Edukin tritt immer mit einer Kampfgruppe an. Er ist der Vetter des Prinzen. Miaja und Lukchan sind Zwillinge aus der Kriegerkaste und bieten dem Publikum immer einiges. Ihr könnt mit allen in ihren Kammern sprechen. Ich möchte für Lord Harrowmont kämpfen. Das ist eine Überraschung. Dass ein grauer Wächter sich für unseren König interessiert? Ich übernehme das und schreibe euch hier in meine Liste. Möchtet ihr unter einem bestimmten Namen geführt werden? Ich bin Nys von den Grauen Wächtern. Ich sage einfach Grauer Wächter. Seid ihr dazu bereit? Gegen wen trete ich an? Als erstes wurde euch Suwan zugelost. Er war einer der jüngsten Sieger aller Zeiten und hat den eigenen Vater schon mit 12 Jahren besiegt. Alles für das Recht, 2 Jahre vor der Zeit in die Schlacht ziehen zu dürfen. Seid ihr dazu bereit? Bereit und voller Erwartung. Das wollte ich hören. Aber ich warne euch. Das ist eure letzte Gelegenheit, Vorbereitungen zu treffen, sonst geht es in den Kampf. Sobald die Kämpfe beginnen, wird die Teilnehmerliste geschlossen. Jede Abmeldung gilt als Niederlage und Missbilligung durch die Ahnen. Möchtet ihr beginnen oder braucht ihr noch etwas Zeit? Die Quartiere der Kämpfer befinden sich hinter dem Ring. Ich werde mich noch etwas vorbereiten. Kommt bald zurück. Der Kampf beginnt, sobald beide Kämpfer bereit sind. Ihr müsst der graue Wächter sein. Lukchan sagte, einer hätte sich angemeldet. Sie sagten, der Wächter würde für Harrowmont antreten. Dann müssen wir ihm wohl zeigen, was wir an Orsama so alles lernen. Kämpft ihr beide zusammen? Wir wurden zusammen geboren, wir kämpfen zusammen, wir sterben zusammen. Die Ahnen gaben uns eine Seele, aber 2 Körper. Wir machen alles zusammen. Alles? Meint ihr etwa auch... Das ist jetzt aber sehr privat, findet ihr nicht? Oder wollt ihr es herausfinden? Nein, nein, schon gut. Der graue Wächter macht sich wohl Sorgen. Keine Sorge. Wenn wir euch besiegen, verderben wir euch wenigstens nicht. Sagte ich nicht, dass ich mich konzentrieren muss? Nach dem Kampf habt ihr genügend Zeit, um mir zu gratulieren. Mir wurde gesagt, ihr seid mein erster Gegner. Also der graue Wächter. Es ist mir eine Ehre, wirklich, ein Privileg. Man hört so viel von den Wächtern. An der Oberfläche heißt es, sie seien die einzigen, die gegen die dunkle Brut kämpfen. Alle verehren sie als Helden. Nehmt ihr Rekruten an? Sicher. Kommt mit mir und dann mache ich euch zum Wächter. Obgleich wir euch nichts versprechen können. Wir sind auch noch nicht lange dabei. Oh, wie schade. Vielleicht bleibe ich dann noch eine Weile beim Turnier. Ich habe nie verstanden, was an den grauen Wächtern so besonders sein soll. Prinz Belen wird mit Freuden hören, dass ich euch in den Staub getreten habe. Ich werde für Harrowmont siegen. Genau. Und dann geht in Orsama die Sonne auf. Hallo, ich bin Nys von den Grauen Wächtern. Nehmt es nicht persönlich. Hanashan gehört zu den stummen Schwestern. Sie spricht mit niemandem. Was sind die stummen Schwestern? Das ist ein Orden von weiblichen Kriegern. Gegründet von Asteth der Grauen, einer Frau aus der Kriegerkaste, die als erste für das Recht der Frauen auf Militärdienst eintrat. Als niemand auf sie hörte, schnitt sich Asteth die Zunge heraus und schulte ihre Fähigkeiten, bis sie dann ein großes Tornei mit bloßen Händen gewann. Wer sich ihrem Orden anschließt, schneidet sich in Gedenken an sie ebenfalls die Zunge heraus. Auf welcher Seite steht ihr beiden?
Die stummen Schwestern unterstützen den regierenden König und sind loyale Dienerinnen der Edukens. Ihr solltet nochmal genau nachdenken, wen ihr hier König nennt. Euer Mut ist bedeutungslos. Stumme Schwestern kämpfen nicht mit Worten. Seid ihr neu bei den Kämpfen? Ich kann mich an euch nicht erinnern. Ihr kommt wohl nicht oft raus. Ich bin Nys von den Grauen Wächtern. Sehr erfreut. Ich habe leider keine Zeit. Ich heiße Gwydion und habe mich gerade abgemeldet. Ich spüre, die Ahnen sind mir heute nicht zugetan. Kämpft ihr nicht für Lord Harrowmont? Ich habe 20 Jahre in den tiefen Wegen für das Haus Harrowmont gekämpft. Und werde das auch weiterhin tun. Ich bereue keine Minute meines Dienstes. Aber die Aufgabe meiner Familie ist der Schutz dieser Stadt. Nicht die Teilnahme an den politischen Spielen der Adelskaste. Es geht nicht darum, was vorgefallen ist, sondern darum, was passieren wird. Lord Harrowmont soll den Thronanspruch bereits aufgegeben haben. Beelen hält dieses Tornei nur ab, damit seine Lordschaft beim Rücktritt das Gesicht wahren kann. So? Ich verstehe nicht ganz. Harrowmont wahrt sein Gesicht, wenn er verliert und sich der Entscheidung der Ahnen beugt. Aber was, glaubt ihr, geschieht wohl mit seinen Anhängern? Ich unterstütze Harrowmont. Aber wenn er aufgibt, werde ich nicht meine Familie dafür opfern, dass er sich in Würde zurückziehen kann. Harrowmont ist noch dabei und ich werde für ihn antreten. Ach, und eure Quelle für diese Aussage ist verlässlicher als ein Mitglied der Versammlung? Ich habe es von Harrowmont persönlich gehört. Das glaube ich nicht. Lord Harrowmont redet zurzeit mit niemandem. Es tut mir leid. Ihr scheint ehrlich zu sein und ich wünsche euch Glück, aber wenn ihr euch irrt, müsst ihr danach nicht mit den Konsequenzen leben. Gut, ihr seid zurück. Ich wollte euch schon suchen lassen. Seid ihr zum Kampf bereit? Nicht vergessen. Sobald der Kampf beginnt, ist die Teilnehmerliste endgültig. Keiner kann sich mehr eintragen. Jede Abmeldung zählt als Niederlage. Schon gut. Ich will jetzt endlich kämpfen. Dann geht schon mal zum Ring. Ich komme gleich nach. Dies ist ein ruhmreiches Tornei unter den wachsamen Augen des Paragons von Orsamar. Zum Gedenken an König Endrin. Als erstes Zuan von der Kriegerkaste. Er hat Geschichte geschrieben, als er mit 12 Jahren seinen Vater in diesem Ring hier besiegt hat. Heute kämpft er als Streiter für Prinz Beelen. Ihm gegenüber ein Mitglied der berühmten Grauen Wächter, das für Lord Harrowmont antritt. Im Namen des Hauses Edukin und unseres zukünftigen Königs Beelen. Zum Ruhme von Lord Harrowmont. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Sieger ist der Graue Wächter. Nun kämpft ihr gegen Miaja und Lukchan. Als Zwillinge durften sie immer als Einzelperson antreten. Sie gehören zur Kriegerkaste. Aber ihre Mutter war Schmiedin, also achtet auf Miajas Hammer. Und vergesst Lukchan nicht, sonst endet ihr wie viele andere mit einem Messer im Rücken. Dies ist ein ruhmreiches Tornei unter den wachsamen Augen des Paragons von Orsamar, zum Gedenken an König Endrin. In dieser Runde tritt Harrowmonts Streiterin gegen das berüchtigte Duo an. Den Zwillingsschrecken der Kriegerkaste, die für Prinz Beelen kämpfen. Miaja und Lukchan. Möge der Stein euch ehren. Wenn ihr untergeht. Für Lord Harrowmont. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Nein! Sieger ist der Graue Wächter. Harrowmonts Streiterin hat den Stein leergeräumt. Aber kann sie auch gegen die Lieblinge der Ahnen bestehen? Die stummen Schwestern? Das sehen wir jetzt, wenn der Wächter gegen Lady Hanneschen antritt, die sich Paragon Astis dem Grauen durch Herausschneiden ihrer eigenen Zunge bewiesen hat. Sie kämpft heute für Prinz Beelen. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft!
Sieger ist der Graue Wächter. Diese Runde ist der Paarkampf. So wie Kiotschet an König Bloadliks Seite unser Reich verteidigt hat, haben die Zwerge immer schon zu zweit gekämpft. Wojciech Ivo, Meister aller Waffen, Kenner aller Tricks, hat noch nie zweimal auf dieselbe Art gesiegt. Was wird er uns heute zeigen? Und kann er den Sieg für Prinz Belen erringen? Sieger ist der Graue Wächter. Nur zwei Krieger sind noch übrig. Piotin Edukin, der für seinen königlichen Vetter Belen antritt, hat bisher jede andere Gruppe besiegt. Im Namen von Lord Harrowmont fordert ihn der Graue Wächter heraus, der es heute aus dem Nichts bis ins Finale geschafft hat. Ihr kämpft gut, aber euer Urteilsvermögen ist zweifelhaft. Der Thron kommt auf ewig dem Haus Edukin zu. Seid still und kämpft! Wer als Letzter noch steht, ist der Sieger! Kämpft! Glückwunsch! Ihr habt den Mann besiegt, den Prinz Trian einmal die Stoßhörner meiner Armee genannt hat. Bestreitet jemand, dass der Graue Wächter den Siegertitel errungen hat? Dann ist es mir eine Ehre, den Grauen Wächter zum Tornei-Sieger zu erklären, was bedeutet, dass die Ahnen Lord Harrowmont bevorzugen. Möge die Versammlung die Ahnen achten und Lord Harrowmont wählen. Die Ahnen sprechen durch euch. Glückwunsch, Wächter! Was glaubt ihr, wird mit all den Leuten geschehen, die wir in Lothering zurückgelassen haben? Einige werden sich nach Denerim durchschlagen. Viele werden sterben. Ganz nach dem Willen des Erbauers. Wärt ihr nicht lieber dort geblieben? Um mehr von ihnen helfen zu können, meine ich. Wenn die Verderbnis nicht aufgehalten wird, müssen alle sterben. Wir dienen einem größeren Ziel, wir beide. Hier und jetzt. Es ist also in Ordnung, einige Menschen für ein größeres Ziel sterben zu lassen? Da bin ich nicht so sicher. Ich fühle mich schlecht dabei, hilflose Menschen in Panik zurückzulassen. Ihr tut, was ihr tun müsst, Alistair. Uns erwartet noch weitaus Schlimmeres. Ihr müsst euch dagegen abhärten und das wisst ihr. Darin war ich noch nie sehr gut. Im Abhärten, meine ich. Ich halte ein wenig Schwäche eigentlich für besser. Sie stört mich nicht. Ich glaube euch nicht. Abgesehen davon hat ohnehin keiner von uns eine Wahl. Euer Verstand muss zu Staub zerfallen sein, wenn ihr glaubt, dass wir das zulassen. Die Hälfte der Häuser fiele ohne den Handel mit der Oberfläche dem Ruin anheim. Der Vorschlag gilt nur so lange, bis gewährleistet ist, dass die Oberflächler uns respektieren. Damit ihr bequem die ganzen Verträge übernehmen könnt. Eher pflanze ich euren Kopf auf eine Speerspitze. Deshiers Lords und Ladies der Versammlung, ich habe zur Vermeidung von Gewalt bereits die Wachen verdoppelt. Reicht das immer noch nicht? Seneschall Bendelor, Belens Anhänger fesseln uns die Hände mit Banalitäten. Wir könnten ebenso den Stein abtragen und den Himmel hereinlassen. Ich schlage vor, wir stimmen ab. Und ich schlage vor, dass ihr Bekanntschaft macht mit meinem Familienstreitkolben. Genug! Die Versammlung vertagt sich, bis die Mitglieder sich wieder beruhigt haben. Bei allen vom Stein verlassenen Narren und Staubfressern. Tut mir leid, das ist die Versammlung der Clans. Nur Deshirs und Staatsgäste haben Zutritt. Erkennt ihr keinen Grauen Wächter, wenn er vor euch steht? Verzeiht, ich bin müde und habe die Nachricht der Torwache völlig vergessen. Willkommen in Orsama, Wächter. Ich hoffe, ihr überseht die Unruhen hier. Der Verlust unseres Königs hat uns schwer getroffen. Doch trotz allem Respekt für eure Position wird man euch erst anhören, wenn auf dem Thron wieder ein König sitzt. Und wer hat die Befugnis, mir zu helfen? Ich gebe zu, Wächter, da bin ich selbst ratlos.
Es liegt an Prinz Belen und Lord Harrowmont, und in diesen unsicheren Zeiten sind beide sehr misstrauisch. Ich wünschte, ich hätte mehr für euch tun können. Ich schätze eure Taten, Wächter, und entschuldige mich dafür, jemand euren Ranges derlei Prüfungen zu unterziehen. Ich bin Lord Parol Harrowmont und danke euch für eure Bemühungen, mir beim Erhalt von König Andrins Thron zu helfen. Warum sollte euch Andrin dem eigenen Sohn vorziehen? Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Belen ist der jüngste der drei. Andrins Ältester, Trian, wurde vor nicht ganz einem Jahr in den tiefen Wegen ermordet. Der mittlere Sohn wurde über der Leiche stehend ertappt und verbannt. Aber ich fand es immer verdächtig, dass Belen genau wusste, wo er suchen musste. Andrin liebte seine Söhne zu sehr, um solche Verdächtigungen auszusprechen. Aber er wusste, dass Belen nur an persönlicher Macht interessiert war. Glaubt ihr, ein besserer König zu sein als Belen? Ich habe den Thron nie angestrebt. Ich wollte Andrin nur dienen, erst als ein Berater, dann als gewählter Dashir in der Versammlung. Noch nie war ein Harrowmont König, und ich hatte immer geglaubt, Trian würde einmal seinen Vater ablösen. Aber sowohl Andrin als auch meine Kollegen wollten, dass ich diesen Schritt mache. Und ich zögere niemals, wenn Orsama mich braucht. Letztlich entscheidet die Versammlung über die Entsendung von Truppen. Und wenn sie keinen Bürgerkrieg mehr fürchtet, hat sie keinen Grund, diese zu verweigern. Wenn meine Unterstützung etwas bewegen soll, muss ich König sein. Und derzeit sehe ich keinen sicheren Weg, das zu erreichen. Habt ihr von einer Frau namens Javia gehört und der kriminellen Kater, die sie anführt? Ich glaube nicht. Die Versammlung erhält täglich Anfragen aus dem Volk, ob man nicht etwas gegen sie unternehmen könne. Bisher hat es noch niemand geschafft. Javia hat ihr Hauptquartier am unteren Rand der Stadt des Staubs, wo nur Kastenlose und Verbrecher leben. Wenn ihr mir dabei helft, zeigt das der Versammlung, dass ich die Stadt verteidigen und führen kann und nicht Belen. Ich werde mich um Javia kümmern. Macht euch bereit, mir im Kampf gegen die Verderbnis beizustehen. Falls ihr das tut und ich auf den Thron komme, werde ich erst ruhen, wenn die Versammlung die Entsendung eurer Truppen genehmigt hat. Sucht Javia in der Stadt des Staubs. Tut, was nötig ist, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Eine milde Gabe für die Bedürftigen? Bitte, nicht für mich, für mein Kind, für meinen Sohn. Er ist krank. Hat keine sauberen Sachen und nichts zu essen. Und ich auch nicht. Hier, nehmt das. Kauft euch davon was zu essen. Danke. Eine Fremde hat Mitleid, während meine Familie mich so lange nicht mehr aufnimmt, bis ich... Aber nein, daran mag ich nicht mal denken. Was ist denn los? Mein Name ist Zerlinda. Ich war nicht immer so. Ich gehörte zur Minenkaste. Wir waren nicht reich, aber... Ich musste nie hungern. Jetzt ist alles fort. Es ist meine Schuld und ich kann nichts tun, um es wieder gut zu machen. Was ist geschehen? Ich habe mich verliebt. Er war exotisch, hart und klug und musste niemals vor jemandem den Kopf beugen. Er war kastenlos und heute weiß ich, dass er nur der Vater eines Kindes mit Kastenzugehörigkeit werden wollte, um einen höheren Status zu beantragen. Aber unser Kind war ein Sohn. Kastenlos wie sein Vater. Meine Eltern haben mich verstoßen und mir das Kastenrecht entzogen. Außer ich setze das Kind in den tiefen Wegen aus und gebe vor, ich hätte ihn nie geboren. Vielleicht kann ich eure Familie zur Vernunft bringen. Das würdet ihr tun? Aber weshalb? Ich sehe ungern ein Kind leiden. Ich kann euch gar nicht genug danken. Aber ich warne euch, mein Vater ist sehr halsstarrig. Er heißt Ordell und ist abends meist in der Schenke. Ich glaube nicht, dass er auf euch hört. Aber ich werde warten, ob ihr eure Zusage einhalten könnt. Na sowas. Nadesta sieht hier in der Stadt des Staubs nicht oft eine gut angezogene Fremde. Helft ihr einer Verkrüppelten? Ich hätte Geld, wenn die Informationen gut sind. Wonach sucht ihr? Wisst ihr etwas über die Kater? Wissen? Ich habe mit ihr gelebt. Und ich sage euch, sie ist heute schlimmer als zu meiner Zeit. Javia hat die Kater vor weniger als einem Jahr übernommen. Und heute trägt jeder zweibeinige Staubfresser ein Schwert in ihrem Namen. Wo kann ich sie finden? Das ist nicht leicht. Seit Berats Tod leidet sie unter massivem Verfolgungswahn. Alle Mitglieder der Kater haben Fingerknochen bei sich.
Darauf kratzt sie Zeichen, damit sie weiß, dass es ihre Leute sind. Es gibt in der ganzen Stadt Türen zu ihrem Hauptquartier. Aber es ist immer nur eine geöffnet. Und ohne Zeichen erfahrt ihr gar nicht, dass da eine Tür ist. Wie komme ich an so ein Zeichen? Da kann ich euch nicht helfen, Salrocker. Die Katermitglieder verwahren sie sehr gut. Was ist jetzt mit dem versprochenen Geld? Hier sind 10 Silberlinge für euch. Ich denke an euch, wenn ich mit vollem Magen zu Bett gehe. Was starrt ihr mich so an? Seid ihr Ordel? Möglich. Was geht euch das an? Wenn ihr Zerlinde nicht wieder aufnehmt, wird sie sterben. Sie weiß, was sie tun muss, um nach Hause zu können. Sie ist jederzeit willkommen, nur der Bastard nicht. Sagt ihr das und mischt euch nicht mehr in meine Familie ein. Was wisst ihr über Javia? Zum Beispiel, dass ihr es nicht schätzt, wenn Fremde Fragen stellen. Warum habt ihr alle so viel Angst vor ihr? Ihr Hauptquartier hat überall in Orsama Ausgänge. Wer sie betrügt oder auch nur beleidigt, landet in der Lava. Wisst ihr mehr, wenn ich euch mit Silber vergüte? Wenn es 30 Silberlinge wären, hielte ich das durchaus für möglich. Also gut, hier, jetzt sprecht. Nur Javias Männer kennen alle Eingänge zu ihrem Hauptquartier. Aber ich habe sie beobachtet. Sie gehen zu einer kahlen Wand und plopp, sind sie verschwunden. Wie eine Geheimtür. Direkt gegenüber ist eine. Beobachtet sie lange genug, dann seht ihr's. Wollt ihr jetzt was kaufen oder sind wir fertig? Tötet mich nicht! Verdammte Ahnen, was haben sie euch an der Oberfläche bloß beigebracht? Ihr kämpft ja wie ein Erzdämon! Beim Stein, seht sie euch alle an! Sagt mir, wo Javia ist, sonst gesellt ihr euch dazu. Nein! Javia bringt mich um, wenn ich rede. Da sterbe ich lieber im Kampf. Wie lautet die Parole? Keine Ahnung. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Stirb, Abschaum. Wir haben einen Märtyrer, Jungs. Gut, machen wir. Hey, Vorsicht! Ich bin dein Schicksal. Jetzt findest du dein Ende. Nicht allzu unfähig zu wirken. Das ist ein bisschen peinlich. Möge das Spaß beginnen. Bring es hinter uns. Reise den Erbauer. Harrowmont hat also endlich erkannt, dass wir die Stadt übernehmen, schickt aber trotzdem nicht seine eigenen Männer. Ihr habt euch die falsche Seite ausgesucht. Der König ist unwichtig, solange es eine starke Königin gibt. Ihr seid sehr fordernd für jemanden, dessen gesamte Kater tot ist. Ihr werdet ihren Tod 100-fach bezahlen. Tötet sie! Aber lasst die Hübsche am Leben. Ich habe Pläne mit ihr. Ich habe es gehört. Javia und ihre Kater sind tot. Es war vermutlich vermessen anzunehmen, sie würden sich ergeben. Wir haben diese Seuche beseitigt. Und damit Orsama und mir einen großen Dienst erwiesen. Ich werde mein Wort nicht brechen. Aber als Bilin von Javia erfuhr, hat er die Einsätze ein wenig erhöht. Er wird in den nächsten 2 Tagen eine Wahl erzwingen. Laut Gesetz darf die Versammlung währenddessen keine andere Bitte anhören. Um euch Truppen schicken zu können, brauche ich ein letztes Mal eure Hilfe. Wisst ihr etwas über den Paragon Branka? Ich kenne diesen Namen. Branka ist ein Paragon und die einzige, der diese Ehre seit 4 Generationen zuteil wurde. Vor 2 Jahren ist sie mit ihrem ganzen Haus in die tiefen Wege gezogen, um alte Geheimnisse zu lüften. Seither hat niemand mehr von ihr gehört. Wenn sie zurückkäme und eine Empfehlung für den Thron ausspräche, müsste die Versammlung aus Gründen der Ehre ihren Wunsch akzeptieren. Seid ihr sicher, dass Branka euch als König unterstützen würde? Ich kann nicht sagen, was sie tun würde. Sie war immer schwer einzuschätzen. Sie wollte nie ein Paragon sein. Es ging ihr immer um ihre Kunst.
nie um Politik, aber eine der brillantesten Zwerginnen, die Orsama je gesehen hat. Branka hasste die dunkle Brut von ganzem Herzen. Sie wäre auch eine wertvolle Fürsprecherin, was euren Vertrag angeht. Wenn ihr dadurch auf den Thron kommt, helfe ich euch, sie zu finden. Meine Männer haben Brankas Spur bis zu einer alten Kreuzung verfolgt, die Caridins Kreuzung genannt wird. Sie liegt viele Meilen unter unseren üblichen Wegen. Aber ich habe eine Karte, die euch hinführen wird. Geht einfach durch die Minen in die tiefen Wege. Nochmals danke. Mögen die Ahnen eure Schritte leiten, geht.